Ist das alles, Ambrose? Ja. Ist irgendwas? Nein, nein. Frau Zimmer, Dr. Dormann, Warner am Apparat. Nein, Frau Dormann, Ihr Mann ist da. Ja, ich verbinde. Ihre Frau. Ist er da? Ja, aber er telefoniert gerade mit seiner Frau. Da können Sie jetzt nicht rein. Dann später. Frau Warner, bitte. Wenn Sie bitte näher treten würden. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Haben Sie gelesen, was da steht? Nein, habe ich nicht. Sie lesen alle meine Eingänge. Wieso den nicht? Sagen Sie mir, was drin steht. Da steht drin, dass wir seit 2 Jahren ein Verhältnis haben. Und was noch? Es will jemand 2 Millionen Mark in gebrauchten Scheinen. Und weiter? Ansonsten würde es Ihre Frau erfahren und Sie würden aus dem Job und aus der Ehe fliegen. Er oder sie meldet sich noch. Jetzt erklären Sie mir das mal. Was soll ich dir erklären? Sie, hier im Büro, immer noch Sie. Oder meinen Sie, das kommt von mir? Ja, von mir vielleicht. Und Ihr Mann? Ach, mein Mann. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie... Wenn Sie uns bitte alleine lassen würden. Ich kann es kurz machen. Bitte. Wir können den Liefertermin für das Labor im Großklinikum Aachen nicht einhalten. Ja, Warner hier. Hallo. Ist hier niemand da? Könnte jemand mir bitte sagen, wo Frau Warner sich aufhält? Seit einer Viertelstunde versuche ich hier durchzukommen. Sie hat sich nicht abgemeldet. Guten Tag, Frau Dormann. Herr Kuschewa? Morgen. 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 Fangen Sie bitte im Büro an. Okay, schön. Ja. Hast du die freigenommen? Nein. Du warst schon weg heute früh. Ich muss dir was sagen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fang einfach an. Ich liebe dich. Aber ich werde dir jetzt sehr wehtun müssen. Du kannst mir nur wehtun, wenn du sagst, du willst mich verlassen. Ich will dich nicht verlassen. Dann ist alles nicht so schlimm. Ich habe seit 2 Jahren ein Verhältnis mit meinem Chef. Gut, dass wir keine Kinder haben. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Ich werde weggehen von dir.
sich nicht zu. Ich werde alles verkaufen und zurückgehen nach Rumänien. Aber du kannst doch nicht einfach 5 Jahre unseres Lebens wegschmeißen. 3 Jahre. Die letzten 2 musst du abziehen. Wie du das sagst. Es geht auch um die Ehre. Ich liebe dich. Geh weg. Geh weg. Sie wurden gesucht. Besonders von Frau Dormann. Das war sehr ungeschickt. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Mir vielleicht nicht. Aber Dr. Dormann war es sehr unangenehm, dass Sie verschwunden waren. Seiner Frau gegenüber. Büro Dr. Dormann? Kann ich dir jetzt am Telefon nicht erklären. Und ich will es dir eigentlich auch nicht erklären. Du hast mich in eine völlig idiotische Situation gebracht. Was? Sag das nochmal. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, das kann ich dir sagen. So, die Wachtelterrine. Ah, danke schön. Haben Sie eine Ahnung, wo mein Mann bleibt? Der telefoniert an der Theke. Ah, er telefoniert, danke. Guten Appetit. Dankeschön. Entschuldige. Hast du dein Handy nicht dabei? Nein, nein. Warum? Weil du an der Theke telefoniert hast. Ja, im Büro. Guten Appetit. Du gestattest? Kann es sein, dass wir etwas zu besprechen haben? Ja. Dass Kushiba jeden Tag ein Stück mehr so tut, als gehöre die Firma ihm. Ich glaube nicht, dass das unser Thema ist. Ein anderes Thema habe ich nicht. Das Richtige wird dir schon noch einfallen. Was machst du denn hier? Esther? Nein! Bist du verrückt geworden? Roman! Wo ist er? Du bist wahnsinnig geworden. Sag ihm, ich komme wieder. Lass dich hier nie wieder blicken. Büro Dr. Dormann? Nein, es war nichts Besonderes. Ja, bis später.
Wir haben kein Pitou mehr. Der Typ da hinten trinkt jeden Abend 5 Kalberinje, da muss man ein bisschen was besorgen, ja? Willst du den Laden haben? Was? Ich mach dir einen guten Preis. Oder pachten? Nee. Will ich beides nicht, danke. Ich muss mal für eine Stunde weg. Mein Name ist Heimann, Kriminalpolizei. Sie sind Frau Warner. Ja, warum? Frau Warner, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Wir haben gerade unten in der Tiefgarage Ihren Mann erschossen, aufgefunden. Neben seinem Wagen. Aaron! Entschuldigung, ich muss Sie leider bitten, zu zahlen und zu gehen. Wir haben einen plötzlichen Todesfall. Für alle, die ihn gut kennen, Roman ist eben unten in der Garage erschossen worden. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Damit hat er noch geschossen, wie es aussieht. Und wohin? Einen Schuss in die Windschutzscheibe von dem Auto und 2 Schüsse in die Decke. Wir haben 3 Hülsen. Demnach müsste der andere Schütze etwa in diesem Bereich gestanden haben. Und das ist wirklich der Babelsetzer von oben? Ja. Na, servus. Ja, schau mal. War unter dem Auto. Der 44er Smith & Wesson. Na, ist doch schon mal was. Wem gehört denn der Wagen? Leuten, die im Haus wohnen, die sind im Urlaub im Ausland seit einer Woche. Du, ich schau mir mal diese Bar von dem Warner an. Das ist Herr Kress, Frau Warner. Ja, wir sind immer die, die nur die schlimmen Nachrichten für die anderen Menschen haben. Mein Ballard, Frau Warner. Kann ich meinen Mann sehen? Wenn Sie das aushalten, bitte. War er gleich tot? Ja, bestimmt. Haben Sie gewusst, dass Ihr Mann eine Waffe hatte? Ja. Ich habe ihn immer gewarnt. Sie ist illegal. Aber er hat gesagt, wer heutzutage eine Bar hat, kann ohne Waffe nicht überleben. Sie hat ihm nichts genützt. Noch wissen wir nicht, wer zuerst geschossen hat. Was wollen Sie damit sagen? Ist Ihnen irgendetwas bekannt von Schutzgeldzahlungen, die Ihr Mann leisten musste? Nein. Warum fragen Sie? Kann ich bitte nach oben gehen? Ich kann das nicht mehr ertragen. Gehören Sie auch dazu? Jo.
Dachte schon, es kommt niemand mehr. Müssen wir eigentlich da bleiben? Wer ist denn wir? Aaron und ich. Nö, schreiben Sie mir Ihre Adressen auf und Sie können dann nach Hause gehen. Wie sieht's denn aus? Trinken Sie was mit? Nee, danke. Gab's irgendwas Besonderes heute Abend? Naja, Roman wollte heute Abend seinen Laden an mich verkaufen. Mhm. Wieso das denn? Weiß nicht, aber ich bin ja nicht bekloppt. Der Laden steckt komplett in den roten Zahlen. Millionen Miese, vielleicht noch mehr. Nicht schlecht. Tut uns furchtbar leid mit Roman. Wir melden uns, wenn wir Sie brauchen, ja? Ihr braucht erstmal nicht wiederzukommen, ne? Der Pianist hat seit 4 Wochen keinen Pfennig mehr gesehen. So sieht's hier aus. Axel, ist noch was? Ja, vielleicht. Das ist mein Kollege Richter. Wollt ihr jemanden weg aus der Stadt? Wieso? Weil er heute Abend die Bar an Herrn Hackert verkaufen wollte. Das habe ich nicht gewusst. Wir sehen uns bitte morgen im Verlauf des Vormittags im Präsidium. Und was ist mit meinem Mann? Ihr Mann wird in die Rechtsmedizin gebracht zur Obduktion. Das ist leider Vorschrift. Wiedersehen. Tja. So schnell kann das manchmal gehen. Wie meinst du das? Denkst du, er hat es nicht gewusst? Was hat er nicht gewusst? Dass du ihn mit deinem Chef betrügst. Na los, lauf hinterher und sag's ihnen. Das hebe ich mir für eine bessere Gelegenheit auf. Und was hat das mit seinem Tod zu tun? Ach, das muss ich mich nicht fragen, oder? Entschuldigung, ich habe die Adressen vergessen. Wir sehen uns. Klar. Was für Adressen? Ach, die von Aaron und Anna. Wie spät ist es? Hallo, wer ist dran? Nun sagen Sie doch was. Hallo? Abwesenheit gestern, erklären Sie mir bitte gleich. Was ist passiert? Ich werde die nächsten Tage nicht zur Arbeit kommen. Ich habe Sie gefragt, was passiert ist. Mein Mann ist letzte Nacht in der Garage erschossen worden. Das ist ja furchtbar. Kommen Sie. Sagen soll. Wollen Sie sie nicht setzen? Nein. Natürlich haben Sie frei, solange Sie wollen. Weiß man denn schon was Genaues? Nein. Warum? Nein. Sie waren das letzte Nacht am Telefon? Ja. Ich hätte jemanden zum Reden gebraucht. Es tut mir leid. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Herr Kushiba, bitte nicht jetzt, in 10 Minuten, ja? Ich wollte Ihnen meinen Beileid aussprechen zum Tod Ihres Mannes. Ja, ich habe es eben im Radio gehört. Danke. Mein Mann hat von unserem Verhältnis gewusst. Ach, so ist das. Auf der Bar liegen hohe Schulden. Ich verstehe dich schon. Hier, immer noch Sie. Das ist ja furchtbar. Frau Warner, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja schrecklich.
Sie Ärmste, wie muss es Ihnen denn gehen? Herr Kutscheba hat mir gerade eben alles erzählt. Ihr Mann war Rumäne, ja? Ja, Rumäne. Ja, vielleicht war es die Mafia. Ich weiß nicht. Entschuldigen Sie bitte. Beide Waffen waren nicht angemeldet. Mit dem 44er sind mit Sicherheit beide Schüsse auf Roman Werner abgefeuert worden. Aber es läuft doch nicht jeder Barbesitzer mit einer Kanone rum. Kommt drauf an, bei wem Werner die Schulden hatte. Ja, ja. Mach mal weiter. Wenn er die Millionen Schulden bei der Bank hatte, braucht er keine Pistole. Aber... Ja, Kassier? Ja, bitte, bringen Sie sie rauf. Danke. Aber wenn er die Schulden im Milieu hatte, dann braucht er dringend eine Waffe. Am besten hätte er sich gleich eine Maschinenpistole besorgt. Du sagst es. Aber der Gläubiger, der ihn erschossen hat, kriegt jetzt keinen Pfennig. Hätte er so auch nicht. Aber die tödliche Drohung gegen Leute, die nicht zahlen, die funktioniert perfekt. Ja? Danke. Frau Wang, wie geht es Ihnen? Schlecht. Wie soll es mir schon gehen? Kommen Sie. Setzen Sie sich. Danke. Frau Werner, wir wissen von den hohen Schulden Ihres Mannes. Sind das Schulden bei der Bank oder hatte er die bei irgendwelchen Firmen oder so? Ich habe mich nie um die Bar gekümmert. Ich habe meinen eigenen Beruf. Ich bin Chefsekretärin. Und Ihr Mann hat nie mit Ihnen über Geschäftliches gesprochen? Nein, das wollte er nicht. Er wollte auch nicht, dass ich arbeite. Werden Sie das Erbe annehmen? Nein. Warum sollte ich? Bei all den Schulden. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Banken meinem Mann keine Kredite mehr gegeben haben. Frau Werner, haben Sie einen Freund oder einen Geliebten? Entschuldigen Sie, irgendwo müssen wir ja anfangen. Habe ich nicht. Agnes? Na, du hast vielleicht Nerven. Wir waren noch nicht fertig vorhin. Ach, waren wir nicht. Bist du sicher, dass der Mann der Erpresser war? Wenn du so sicher bist, dass ich ihn getötet habe, warum gehst du dann nicht zur Polizei? Das tue ich vielleicht noch. War's das? Agnes, komm, bitte, warte, lass uns nicht so auseinandergehen, bitte. Wenn du es nicht warst, dann geh doch selber zur Polizei. Das kann ich nicht. Und du weißt es. Wegen meiner Frau. Roman war wenigstens ein richtiger Mann. Wie kommen Sie denn hier rein? Mit einem Schlüssel und einem Durchsuchungsbeschluss. Ach, kann ich den mal bitte sehen? Sie können gar nicht sehen. Frau Werner weiß Bescheid und ist auf dem Weg hierher. Darf ich wissen, was Sie hier machen? Ich? Ja, Sie. Oder sehen Sie hier noch jemanden? Vielleicht will ich den Laden ja doch übernehmen. Hören Sie auf, rumzulügen. Was Sie hier machen, können wir durchaus als strafbar ansehen. Ich bin gespannt, wie Frau Werner das finden wird. Erzählen Sie uns mal was von Herrn und Frau Werner. Was soll ich Ihnen erzählen? Er war ein Macho. Und Frau Werner? Agnes. Ja? Agnes ist ein Flittchen. Hatte sicher vergessen, ihn zu erzählen, aber sie hat ein Verhältnis mit ihrem Chef. Sie konnten ja bei ihr nicht landen, richtig? Was macht denn der hier? Nehmen Sie ihm sofort die Schlüssel ab. Machen wir. Frau Werner, ich muss Sie jetzt bitten, aufs Präsidium zu fahren. Ihre Aussage von gestern war nicht ganz vollständig, wie wir gehört haben. Nicht vollständig? Herr Kress möchte Sie sprechen. Gut. Die Schlüssel. Vielleicht hätte ich ja aus dem Laden eine Goldgrube gemacht. Ja, ja. Wie lange arbeiten Sie jetzt hier?
Auch von Anfang an, seit Roman den Laden gekauft hat. Das können Sie alles hier nachlesen, wenn Sie wollen. Hm? Ihr Geld haben Sie immer bekommen? Na klar, immer. Sie wissen sicherlich, was für Waffen Herr Warner gehabt hat. Ja, der hatte immer irgendwelche Schießeisen, der gute Roman. Hat er auch nötig gehabt. Wieso? Ach, einmal hat er sogar versucht, Bodyguards anzuheuern. Bodyguards? Ja. Wollte aber keiner für ihn arbeiten. Das bleibt hier. Warum nicht? Bin ich Hellseher. Hätten Sie mal selber fragen müssen, ne? Der Typ nervt kolossal. Ich möchte zu Herrn Dr. Dormann. Dritter Stock, erste Tür rechts. Danke. Laborgeräte Dormann, Pforte. Moment, Moment, Telefon für Sie. Heilmann? Du könntest vielleicht mal dein Handy einschalten, ja? Nein, aber sie wird gleich hier sein. Ach du, am liebsten wär's mir, du würdest ihn gleich mitbringen. Ich muss jetzt aufhören. Moment mal, nicht auflegen. Der wollte seine Frau sprechen und ist dann hoch. Roman Warner war gestern hier bei seiner Frau. Frag sie doch mal. Er war sehr aufgeregt. Was? Nein, nein, das war's dann. Ende. Danke. Frau Warner, setzen Sie sich. Ja, so schnell sieht man sich wieder. Ich sollte doch sowieso kommen. Und dann hätten Sie uns natürlich gesagt, dass Sie doch einen Freund haben. Ne? Ihren Chef. Was hat das mit dem Mord an meinem Mann zu tun? Das fragen Sie, Frau Warner. Ja, eigentlich war er ja ganz froh, dass ich verheiratet war. Mein Chef. Warum sollte er dann meinen Mann umbringen? Sie sagen ja gar nicht, dass er ihn erschossen hat. Erstmal werden wir nur misstrauisch, wenn man uns belügt. War Ihr Mann gestern in der Firma? Mein Mann? Ja, Ihr Mann. Frau Warner. Ja, war er. Und was wollte er? Nichts. Nichts Besonderes. Könnte es sein, dass er sich von Ihnen trennen wollte? Hat er gewusst von Ihrem Verhältnis mit Ihrem Chef? Warum fragen Sie das? Frau Warner, ganz einfach. Wir suchen den Menschen, der letzte Nacht Ihren Mann erschossen hat. Also, was wollte Ihr Mann wirklich in der Firma? Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Heilmann, Kriminalpolizei. Was kann ich für Sie tun? Ich muss zu Ihrem Chef. Da können Sie jetzt auf keinen Fall rein. Doch, doch, ich kann. Ich melde Sie an. Herr Dr. Dormann hat Besuch, ja? Ach, das macht nichts. Der Herr lässt sich nicht abweisen. Ja, ist gut, danke. Guten Tag, mein Name ist Heilmann, Kriminalpolizei. Wer von Ihnen ist Herr Dr. Dormann? Würden Sie uns bitte allein lassen? Entschuldigen Sie, Herr... Heimann. Lauf, Tiki, lauf, geh ins Körbchen. Das ist meine Firma. Mein Mann ist von mir eingesetzter geschäftsführender Direktor. Also habe ich ein Recht, in diesen Räumen zu sein und bei jedem seiner Gespräche teilzuhaben. Meine Anwesenheit ist zwar dienstlich, aber aus der Sicht von Herrn Dr. Dormann ist das sicher eine Privatangelegenheit. Ja, Herr Kushiba, dann lassen wir die Herren allein. Komm, Tiki. Um was handelt es sich eigentlich? Es geht um den Tod von Roman Warner. Ach so, ja, ich bin von der Mordkommission. Soll ich Ihnen unseren Rechtsanwalt schicken? Nein, wozu? Tiki. Bitte. Danke. Ja, was wollen Sie? Sie haben eine Beziehung zu Ihrer Sekretärin, Frau Warner. Ist das richtig? Und weil ich nachts nicht schlafen kann vor Eifersucht, habe ich Ihren Mann getötet? Sehen Sie das so? Ich muss Sie bitten, mich aufs Präsidium zu begleiten. Und wenn ich mich weigere? Kriegen Sie eine Vorladung. Nehmen Sie mich als Zeugen mit oder als Beschuldigten? Als Zeugen. Auf Wiedersehen, Herr Direktor.
Erklären Sie mir das bitte. Sie wissen mehr als ich. Ich entbinde Sie von der Loyalität meinem Mann gegenüber. Loyalität ist niemals verhandelbar, Frau Dormann. Für so eine Antwort gibt es normalerweise einen Orden. Oder einen guten Job. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein. Reden Sie. Ihr Mann hat ein Verhältnis. Mit Frau Warner. Ja, ich habe mir ja fast sowas gedacht. Aber das ist nicht alles. Diese Kopie habe ich im Schreibtisch von Frau Warner gefunden. Zwei Millionen. Die hätte er nie aufbringen können. Das ist viel Geld. Glauben Sie, es besteht ein Zusammenhang mit dem Besuch von dem Polizisten? Ich weiß es nicht. Lassen Sie sofort Dr. Knauer kommen. Komm, Tiki. Lassen Sie doch bitte unseren Firmenanwalt daraus. Wobei sollte er uns helfen? In einem hat mein Mann recht. Sie erobern sich jeden Tag mehr ein Stück von der Firma. Und wie mache ich das? Indem ich jeden Tag ein Stück abhängiger werde von Ihrem Wissen. Alles Fleiß, Frau Dormann. Glauben Sie, mein Mann hat Herrn Warner umgebracht? Das wäre möglich. Was schlagen Sie jetzt vor? Wir müssen zwei verschiedene Strategien fahren. Die eine ist mit Polizei, die andere ist ohne. Also gut. Mein Mann wollte sich von mir trennen. Aber deswegen bringt man doch heute niemanden mehr um. Haben Sie eine Ahnung? Enttäuschung, Verletzung, Wut, Rache. Alles Gründe. Haben Sie auch von sich Geld in der Bar stecken? Ich habe gewusst, dass Sie das fragen. Wie viel? 100.000. Das war alles, was ich besessen habe, damals vor 2 Jahren. Aber das ist doch auch kein Grund. Sagen Sie. Das ist Herr Kress, Herr Dr. Dormann. Und Sie kennen sich ja. Bitte nehmen Sie Platz. Es musste ja so kommen. Ja, es musste so kommen. Ihre Beziehung zueinander darf ich als erwiesen ansehen. Hat Frau Warner Ihnen das gesagt, dass Ihr Mann gestern bewaffnet in Ihrem Büro aufgetaucht ist, um Sie zu bedrohen oder zu erschießen? Nein, hat sie nicht. Ich habe Herrn Kress aber auch gesagt, dass ich dir den Mord an meinem Mann nicht zutraue. Ich möchte jetzt gehen. Hat jemand was dagegen? Ich bringe Sie runter. Wir kommen morgen zu Ihnen nach Hause. Sie trauen mir den Mord an Roman Warner zu? Wo waren Sie denn gestern Abend? 23 Uhr. Zu Hause? Meine Frau und ich haben eine Partie Schach gespielt. Haben Sie eine Haushälterin? Ja, ja, aber die wohnt nicht bei uns. Bisschen dünner. So war es, aber egal, wie Sie das finden. Ich weiß immer noch nicht, warum ich das für dich tun soll. Sind die letzten 20 Jahre, in denen wir die Firma gemeinsam hochgebracht haben, kein Grund? Ich dachte, wir reden über Liebe. Reden wir auch. Und warum fängst du dann ein Verhältnis mit der Dame an? Hast du mich nie betrogen? Nein, ich habe dich nie betrogen. Also, warum sollte ich für dich aussagen? Du warst um die Zeit nicht hier. Aber wo warst du? Das glaubt mir kein Mensch.
Versuch's mal mit mir. Ich gebe dir eine Chance. Die Polizei wird es mir nicht glauben, kann sie gar nicht. Ich habe gefragt, wo du warst. Ich wollte ihn zur Rede stellen. Ihn? Mit dem Mann von Agnes Warner. Und warum wolltest du ihn zur Rede stellen? Er wollte 2 Millionen Mark von mir erpressen. Die du natürlich nicht zahlen konntest. Falsch, die ich nicht zahlen wollte. Warum siehst du mich so an? Ich habe ihn nicht erschossen. Noch ehe ich ihn unten in der Tiefgarage sprechen konnte, hat jemand von hinten auf ihn geschossen. Das glaubt dir wirklich niemand. Und hast du diesen jemand gesehen oder erkannt? Nein. Mein Gott, sag doch was. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, was wir gemacht haben? Zusammen geschlafen? Nein, wir haben Schach gespielt. Das hätte mich auch gewundert. Ja, meine Süße, komm her. Komm her, Tickilein. Kann ich mich auf dich verlassen, Julia? Komm. Ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich nicht. Ich glaube, ich brauche dich überhaupt nicht mehr. Ach nee, guck mal an. Ihr meldet euch einfach nicht. Wir haben was gefunden. Alles vom Feinsten. Also erstmal die Waffen. Die 765 des Toten hat nur seine Fingerspuren. Und mit der Mordwaffe ist vor 3 Jahren ein Auftragsmord ausgeführt worden. Das hat das Labor im Schussvergleich festgestellt. Die Kollegen konnten den Mord damals nicht aufklären. Es ging um Drogen. Fingerspuren? Keine. Richtig, keine. Sag mal, sehr glücklich mache ich dich nicht, oder? Doch, doch. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt's erst richtig. Kopien von Schuldscheinen. Und sag schon, von wem? Von Ben Garisch, 250.000. Nochmal 200.000. Dann von Hotte Bulan, 300.000. Von Bogdan Blaskow, 250.000. Die feinsten Adressen im Milieu. Also mir fällt da schon was ein. Und zum Schluss 100.000 von seiner Frau. Also, für heute reicht's. Wir werden die alle vorladen. Aye, aye, Sir. Mein Name ist Heimann, Kriminalpolizei. Ich hätte gern Frau Dormann gesprochen. Wissen Sie, wie spät es ist? Ja. Waren Sie gestern um diese Zeit auch hier? Nein. Meine Schwester hatte Geburtstag. Ist schon gut, Frau Burmeister. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Wollen Sie nicht hereinkommen? Ist nicht nötig. Ich muss mir von Ihnen nur was bestätigen lassen. Ja, bitte? Ihr Mann war gestern Abend hier bei Ihnen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und jetzt möchten Sie von mir wissen, was wir gestern Abend getan haben. Ja. Wir haben Schach gespielt. Wer hat gewonnen? Ich. Ja, ich gewinne fast immer. Sie wissen, was es heißt, wenn Sie diese Aussage unter Eid machen müssen. Selbstverständlich. Verdächtigen Sie meinen Mann? Im Augenblick noch nicht. Tja, das war's. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Komm her, meine Süße. Komm, komm, Tigilan. Komm her. Komm. Das bringt nichts. Wenn da was war, dann haben sie es schon.
Also, wenn hier der Tote lag und hier der Wagen stand mit dem Einschuss, den anderen Wagen hier, dann nehmen wir ja an, dass der Schütze hier in diesem Bereich war. Und genau an dieser Stelle hat Frau Warner einen Stellplatz reserviert. Genau hinter dem Wagen mit dem Einschuss. Ach, dann war das Ihr Wagen, der hier stand. Das könnte sein. Dass sie ein paar Minuten nach dem Tod ihres Mannes in der Bar aufgetaucht ist, kann auch Zufall sein. Kann, ist richtig. Gibt eben Zufälle, die nicht in unsere Ermittlungen passen. Ist ganz schön mühsam heute. Weißt du, irgendwie beschäftigen mich nach wie vor diese hohen Schulden von Warner. Vielleicht ist das der Zufall, der in unsere Ermittlungen passt. Ihr könnt doch längst im Bett sein. Und du nicht? Doch, ich auch. Ich bin nur auf dich gewartet. Frau Dohrmann bestätigt das Alibi ihres Mannes. Gerd, lass mal. Ich lade euch auf ein Bier ein. Sind die Kneipen nicht alle zu? Und dann gehen wir zur Bengalisch. Ich gehöre in keine Bar mehr. Gestern Abend hatte ich den Eindruck, dass der Dohrmann völlig in der Hand seiner Frau ist. Warum soll er den Mann seiner Freundin töten? So groß ist die Liebe nicht. Vielleicht hat der Roman Warner ja den Dohrmann erpresst. Schulden hat er ja noch. Ja. Die haben ganz schön rumgewühlt in dem Büro. Und? Ich glaube, ich habe hier gestern was übersehen. Axel, du könntest Frau Warner Bescheid sagen, dass wir uns etwas verspäten. Um wie viel? Weiß ich doch jetzt noch nicht. Ah, da ist er schon, der Herr Rechtsanwalt. Ach, der Herr. Na, Herr Gress, lange nicht gesehen. Ich hab's überlebt. Man hat mich vom Präsidium hierher geschickt. Das ist richtig. Ich bin im Auftrag von drei Mandanten hier. Bogdan Vlaskov, Ben Garesch und Hotte Bulan, ja? Der Herr Hauptkommissar. Wie immer gut informiert und kooperativ. Wollen Sie die drei Vollmachten sehen? Och nein. Wann möchten Sie mal einen Blick ins Büro werfen? Auch nein. Die Warnung geht nicht ans Telefon. Können Sie uns mal sagen, was Sie hier wollen? Kann man Sie nicht setzen? Nee, nicht unbedingt nötig. Na gut. Wie Sie vielleicht wissen, schuldet der Verstorbene meinen Mandanten viel Geld. Sie meinen der Ermordete? Auch gut. Nicht auch gut. Das macht einen großen Unterschied. Na ganz, wie Sie meinen. Jedenfalls bin ich gekommen, bevor Sie auf falsche Gedanken kommen. Sind wir schon, Herr Wiesener, sind wir schon. Und warum, wenn ich fragen darf? Weil Sie hier sind. Und weil letzte Nacht jemand versucht hat, Kopien der Schuldscheine an sich zu nehmen. Und was hat das mit meinen Mandanten zu tun? Das fragen wir uns auch gerade. Ich möchte das Wort Mord ja nicht aussprechen, aber es ist absolut unlogisch. Wenn man es auf die Zahlungsmoral bezieht für die anderen 10 Millionen Mark Rückstände, ist es sogar sehr logisch. Und wie kommen Sie auf 10 Millionen? Ach, wir schätzen das mal so. Ich warne Sie. Und ich meine das im Ernst. Meine Mandanten haben mit dem, was hier geschehen ist, nicht das Geringste zu tun. Und das sollen wir jetzt glauben? Ich kann es Ihnen nur dringend empfehlen. Haben wir es aber ganz schön gekriegt gerade. Du unterschätzt den nicht. Das war's noch nicht. War noch was? Entschuldigen Sie. Aber da ist vielleicht etwas, was Ihnen weiterhelfen kann. Wir sind wahnsinnig gespannt. Mir wurde zugetragen, dass letzte Nacht im Milieu zwei Reisepässe hergestellt wurden. Auf den Namen, warten Sie mal, Gundolf Fuhrmann und Veronika Bauer. Meine Mandanten haben damit nicht das Geringste zu tun. Hier sind die Namen. Schönen Tag noch, die Herren. Das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Bitte kommen Sie doch rein. Danke. Sie waren vorhin nicht da. Ich war in einem Bestattungsinstitut. Warum haben Sie es denn so eilig, Frau Warner? Die Rechtsmedizin hat Ihren Mann noch nicht mal obduziert. Ja, das kann ich ja nicht wissen. Ich sage Ihnen gleich, ich habe nicht viel Zeit. Was haben Sie vor? Ich muss noch mal ins Büro. Ich habe einen Termin wegen meiner Abfindung. Ich kann da ja wohl schlecht weiterarbeiten. Da hätte Frau Dohrmann sicher was dagegen.
Eigentlich haben wir nur eine, aber dafür eine richtig handfeste Frage. Ja, und die wäre? Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Mann Herrn Dormann erpressen wollte? Ja, schauen Sie mich so an. Über 1 Million Mark Schulden, da kann man schon was riskieren. Ja, aber das hätte ich gewusst. Wem sonst hätte er es erzählt? Ja, das ist auch wieder wahr. Also nichts für ungut. Wir finden alleine raus. Ich bringe Sie. Eine schöne Wohnung haben Sie. Ist leider alles verpfändet. Auch die Wohnung. Wiedersehen. 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 Wer war das? Hauptkommissar Kress und der andere. Und was wollten die? Was wollten die? Die wollten wissen, ob mein Mann Herrn Dormann erpresst hat. Und, was haben sie gesagt? Was werde ich wohl gesagt haben? Das ist brav. Verschwinden Sie, ich mag Ihren Ton nicht. 2 Stunden in der Firma. Entschuldigen Sie, wir haben noch was vergessen. Als ich mit der Nachricht vom Tod Ihres Mannes aus der Tiefgarage kam... Ja? Waren Sie da schon lange in der Bar? Frau Wagner. Jetzt haben Sie mich also doch im Verdacht. Würden Sie bitte antworten? Nicht lange, vielleicht 5 Minuten. Wo hatten Sie denn geparkt? Auf der Straße. In der Tiefgarage ist es mir immer so unheimlich. Naja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass Ihr Mann versucht hat, Herrn Dormann zu erpressen. Auch wenn Sie sich das nicht vorstellen können. Wir melden uns. Und? Nee, warte mal noch. Was ist? Die ganze Zeit denke ich, dass da noch jemand in der Wohnung war. Ja, Bavaria 2-1. Ja, um was geht's denn? Na, manchmal geht's eben nicht schneller. Ende. Die warten seit 1 Stunde auf uns im Büro. Und? Wer ist das? Sowas wie der Atlatus und Frau Dormann. Na, siehst du? Deine Nase möchte ich haben. Ich tausche aber nicht. Oh. Wir sollten mal überprüfen, ob die Frau Wagner ihren Wagen tatsächlich auf der Straße geparkt hatte. Das ist doch merkwürdig. Da hat sie angeblich Angst vor der Tiefgarage, hat aber trotzdem einen reservierten Stellplatz da unten. Ja, Axel. Leo hier. Besorg uns doch noch mal die Fotos vom Tatort. Oh, ich hab da so eine Idee. Gut, Ende. Ich dachte, nach der Aussage meiner Frau hätte sich die Sache erledigt. Bei uns dauert das meistens etwas länger. Ich verstehe. Es steht Ihnen immer noch frei, Ihren Rechtsanwalt anzurufen. Warum sollte ich das wohl tun? So tragisch die Umstände auch sind. Für mich ist die ganze Angelegenheit beendet. Wollen Sie in nächster Zeit irgendwie verreisen? Wie kommen Sie darauf? Siehst du, das hätten wir die Frau Wagner auch fragen sollen. Ich habe keine Verbindung mehr zu Frau Wagner. Wir kommen gerade von ihr. Ich will Ihnen mal eine Brücke bauen. Wissen Sie, was wir uns auch vorstellen können? Nein. Dass Roman Wagner Sie erpressen wollte. Der hat nämlich dringend sehr viel Geld gebraucht. Hat sie Ihnen das gesagt, die Frau Wagner? Hier stellen wir die Fragen, Herr Dormann. Haben Sie eigentlich keine anderen Spuren im Mordfall Roman Wagner? Doch, haben wir. Aber die, die zu Ihnen führt, ist einfach die beste. Und wenn ich jetzt sage, ja, er wollte mich erpressen, bin ich dann dran? Sehr nah dran, Herr Dormann. Sehr nah. Hm. 2 Millionen Mark.
Da lohnt sich schon was. Kein Mord, Herr Kress, kein Mord. Das fängt manchmal schon bei 100 Mark an. Gundolf Fuhrmann und Veronika Bauer. Sagen Ihnen die Namen was? Nein, nicht das liebste Herr Kress. Ich möchte Sie um etwas bitten. Geben Sie mir 2 Stunden. Nur 2 Stunden. Warum sollten wir das tun? Bitte vertrauen Sie mir 2 Stunden. Ich rufe Sie an. Guten Tag, Frau Warner. Sie werden dringend von Frau Dormann erwartet. Ich habe der Polizei gesagt, dass Ihr Mann hier war. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Ich bin Ihnen nicht böse. Guten Tag, Abend. Guten Tag. Setzen Sie sich. Wir warten noch auf Herrn Dormann. Ich dachte, wir sprechen über meine Abfindung. Machen wir auch, Frau Warner. Herr Kuschieber, ich möchte Sie hier nicht sehen. Bitte gehen Sie. Du scheinst zu vergessen, Bernd, dass du hier nichts mehr zu sagen hast. Also, setz dich. Eigentlich ein schönes Paar. Dass uns das vorher nie aufgefallen ist, Tiki. Kommen wir zum sachlichen Teil. Ja. Hier sind 2 Reisepässe. Einer ausgestellt auf den Namen Gundolf Fuhrmann, der andere auf den Namen Veronika Bauer. Wo haben Sie denn die Fotos her? Die Fotos sind aus der Personalabteilung. Ja, und was soll das? 2 Flugtickets nach Kolumbien für heute Abend. Ich habe gefragt, was das soll. Die Firma ist so oder so an einem Skandal, welcher Art auch immer, nicht interessiert. Das brauche ich Ihnen nicht weiter zu erklären. Euer Glück steht nichts mehr im Wege. Und warum sollten wir verschwinden? Weil du den Mann deiner Freundin, der versucht hat, dich zu erpressen, erschossen hast. Ach, glaubst du das? Ihr macht es euch ja sehr einfach. Vielleicht hilft das weiter. 1 Million. Ich werde nicht weggehen. Wer hat Sie reingelassen? Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Wir sind auf Einladung von Herrn Dormann hier. Ach, sieh mal an, da sind Zigarettenpässe. Herr Fuhrmann. Wo sollst du denn hingehen? Ich kann Ihnen alles erklären. Kolumbien. Das glauben wir sofort. Mein Mann wurde erpresst. Und in seiner Not hat er den Erpresser, den Mann von Frau Warner, erschossen. Ich wollte ihm nur helfen. Nein. Ich habe ihn nicht erschossen. Was starren Sie mich denn alle so an? Sie haben uns belogen, Frau Warner. Ihr Wagen stand nicht auf der Straße, sondern in der Tiefgarage. Und zwar in der Richtung, aus der Ihr Mann erschossen wurde. Warum haben Sie gelogen? Mein Mann hat in 5 Jahren mein Leben ruiniert. Ich hab's nicht mehr ertragen. Dann auch noch die Erpressung. Ich habe ihn erschossen. Wo hatten Sie die Waffe her? Sie gehörte meinem Mann. Frau Warner, ich nehme Sie vorläufig fest wegen Mordverdachts. Sie lagen gar nicht so falsch, Herr Dormann. Das Erpresserschreiben stammt aus einem Drucker, der auf dem Schreibtisch von Herrn Koschiba steht. Sind Sie verrückt geworden? Kann ich wissen, dass die Ihren Mann erschießt? Ich wollte nur auf diesen Platz hier. Ich habe von alledem nichts gewusst. Herr Koschiba, was Sie da gemacht haben, das hat Konsequenzen für Sie. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Kommen Sie, Frau Warner.
Musik.